Herzlich willkommen bei D18 Foto. Mein Name ist Dennis 18. Heute unterwegs mit meiner guten Minolta. Den kennt ihr schon, aber um die geht es gar nicht. Es geht vielmehr um die Filme, die ich dabei habe. Und zwar sind die von Revolog, dieser wunderbaren Firma aus Wien, die mit ganz viel mühsamer Handarbeit Effektfilme herstellen. Unter anderem dieser hier, das ist der Laser. Was ich noch dabei habe, ist der Texture-Film. Und die beiden Filme haben ganz unterschiedliche Effekte. Und die haben mir die Kollegen aus Wien zugeschickt. Ich habe einfach gesagt, Mensch, unterstützt ihr mich bei meinem Vlog? Und die haben gesagt, klar, machen wir. Schicken dir mal so ein Testfilmpaket. Und ich habe jetzt sozusagen das erste Anfängerpaket bekommen von denen und habe jetzt hier auch für zwei Filme mitgenommen. Dachte, probieren mal aus, was die so können. Und den ersten Film habe ich schon verschossen. Das ist der Texture-Film. Das ist im Prinzip, sieht das Ganze so ein bisschen aus wie so ein Blasenmuster. Also so, als hätte irgendeiner Spüli genommen, aufgeschlagen, über den Film gekippt, eintrocknen lassen. Und das machen die bestimmt ganz anders. Die verraten auch nicht, wie sie es machen. Aber so sieht es etwa aus, finde ich. Und ich habe gelernt, die Filme sind ISO 200, das heißt so bei Tageslicht ganz gut einzusetzen. Und in den dunklen Bereichen ist der Effekt stärker zu sehen als in helleren Bereichen. Das ist sozusagen das, was ich nachlesen konnte auf der Homepage von denen, revolog.net. Und so viel mehr weiß ich eigentlich noch nicht so richtig über den Texture-Film. Die Bilder seht ihr jetzt gleich und dann reden wir mal über den Laser. Aber jetzt kommen erstmal die Bilder aus der ersten Serie, die ich heute die ich verschossen habe auf der Insel hier für. Jetzt kommen die Texture-Bilder. Film ab. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen. Ich kenne sie ja noch gar nicht, denn noch sind sie in meiner Tasche verpackt und werden in Berlin noch zu Rossmann gebracht, damit sie entwickelt werden. Das heißt, ich weiß es nicht, wie sie geworden sind, aber ich habe sie auf alle Fälle mit euch geteilt, denn mir war wichtig, dass egal wie sie geworden sind, dass ihr sie zu sehen bekommt. So, der nächste Film, den ich dabei habe, ist Laser. Das ist dieser hier. Wenn ich mir die Beschreibungsfotos so angucke im Netz, die sehen so ein bisschen aus, als hätte da einer mit einem Laserschwert so Linien ins Bild gemalt. So, und das wollen wir gleich mal testen. Hier draußen im Garten gibt es ganz viele wunderbare Blumen und Strandkörbe und all solche Sachen. Und die gucken wir uns mal genauer an mit der Minolta hier und rücken den Blüten hier mal ein bisschen auf den Pelz und gucken mal nach, was wir für schöne Fotos machen können. Ich bin sehr gespannt, was der Effekt dann macht. Das Ganze ist wie gesagt ein Farbfilm mit so einer Laserlinie da durchs Bild. Mal gucken, was das Ganze so macht. So, das Ding legen wir jetzt gleich mal in die Kamera ein und dann ziehen wir mal durch den Garten und schauen mal nach, was wir für schöne Motive finden. Durch die Blume kommt es zu euch und zwar ein Tipp. Ich habe nämlich hier so ein bisschen Blumen angeguckt im Garten und habe die Idee gehabt, ich würde ja total gerne ein bisschen Makrofotografie machen, weil es sind so viele schöne Kleinigkeiten, die man gerne schön groß aufziehen möchte. Das ist ein bisschen frickelig, wenn man kein Makroobjektiv dabei hat. Mit Makroobjektiv ist es relativ einfach, man geht nah ran und hat ein schönes Foto. Wir haben keins dabei. Alles, was ich habe, ist die 50mm Linse, die hier drauf ist, auf meiner Minolta. Und um trotzdem Makrofotos machen zu können, gibt es einen Trick. Der nennt sich Freelancing. Das heißt, ich nehme einfach das Objektiv ab, drehe es um, setze es falsch rum drauf und fotografiere dann so. Das heißt, ich habe natürlich keine Möglichkeit mehr zu fokussieren, denn dieser Fokussierring vorne, der funktioniert dann nicht mehr. Ich muss im Prinzip einfach nah rangehen, durchgucken, nah ran, weit weg und versuchen mit Körperbewegung den Punkt zu finden, wo das Bild wirklich scharf ist. Das klappt ganz gut und die Belichtungsmessung klappt auch. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier weiter meine Verschlusszeit einzustellen. Was nicht geht, ist die Blende zu verändern. Die stelle ich am besten auf eine möglichst hohe Blendenzahl ein, eine 11, eine 16, sowas. Da ist sie schön groß und ich habe ein möglichst tiefes Feld an Schärfe, was mir hilft, den Schärfepunkt zu finden. Das ist, wenn ich das in so flache Tiefenschärfe einstelle, kriege ich das nicht hin, mit der Körperbewegung das ganze Bild scharf zu stellen. Deswegen die Blende schön zumachen, also eine hohe Zahl heißt kleines Loch und dann
die Verschlusszeit sozusagen benutzen, um die Belichtung richtig einzustellen. Das ist sozusagen der Trick, den man machen muss. Und wie gesagt, das Fokussieren ist dann so ein bisschen dieser Tanz des Fotografen, das näher rangehen, das weiter weggehen. Und wie gesagt, einfach Linse ab, umdrehen und dann versuchen, ein scharfes Bild zu kriegen. An der Nordsee ist, dass hier Wind ist. Immer wenn man Wind ist, man da dran ist, bewegt sich alles ganz, ganz doll. Man hat ganz schnell verwackelte Bilder. Also man muss am besten warten, wenn man selber ausgeatmet hat, nicht atmet beim Fotografieren und der Wind das Gleiche macht. Dann klappt es auch mit einem nicht verwackelten Bild. Eine weitere spannende Geschichte, die man machen kann, wenn man Freelancing ausprobieren möchte: Man nimmt die Linse ab und hält sie nicht nur einfach verkehrt drauf, sondern man kippt das ganze Ding noch so ein bisschen aus der Waage raus quasi. Und dadurch hat man so eine Art Tilt-Shift-Effekt. Das heißt, die normale Fläche, die scharf ist, ist ja quasi so. Und wenn man die Linse bewegt, dann kippt das Ganze, je nachdem, wie man die Linse kippt, in so ein bisschen so einen eierigen Zustand. Das heißt, durch diese Bewegung hier kann man es hinkriegen, dass gewisse Bereiche im Bild scharf und unscharf sind, die normalerweise nicht scharf und unscharf sind. Normalerweise ist der Tiefenschärfe ganz klar eine klare Fläche, davor und dahinter ist unscharf. Und hierdurch kriegt man sozusagen diese Fläche ein bisschen gekippt. Und da passieren ganz spannende Sachen. Und hier auf dem Tisch ist gerade so ein Viech, irgendwie so eine, weiß nicht, Schnake, Schuster, je nachdem, aus welcher Gegend man kommt, so nennt man das Ding. Und die hält jetzt mal ein bisschen still und wir versuchen mal ein paar Fotos von dem Ding zu machen, mal gucken, ob es klappt. Ihr seid ja viel klüger als ich, denn ihr kennt die Bilder schon, ich kenne sie noch nicht. Das heißt, ihr könnt mir eine Frage beantworten. Und zwar, würdet ihr mit den Filmen fotografieren? Ja, nein. Findet ihr sie interessant, diese Effekte? Findet ihr sie total doof und albern? Oder habt ihr das Gefühl, na, das ist schon irgendwas, was auch ein bisschen Kreativität anregt und neue Bilder macht, die man sonst nicht gemacht hätte? Ist es was für euch oder nicht? Hier einfach kommentieren bei YouTube. Ihr kennt das Spielchen ja schon. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und ich habe zu Hause noch weitere Filme rumliegen, die werde ich mal so Stück für Stück mal ausprobieren, je nachdem, bei welchem Projekt sie gerade passen. Ich wollte die nicht einfach so nur verballern, sondern einfach mal sagen, ich packe sie in die Kameratasche. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist so ein Moment gekommen, wo es wirklich Sinn macht, sie mal einzusetzen, würde ich ganz gezielt für was, da werden sie auch zum Einsatz kommen. Bis dahin bleiben sie schön mal in der Kameratasche. Und jetzt bleibt eigentlich euch mich noch einmal zu bedanken beim Kollegen Lomtro, der mich auf den Gedanken gebracht hat, mit Effektfilmen zu arbeiten. Der macht das schon ganz lange und der macht sich seinen eigenen Effektfilm ja auch im Prinzip mit seiner Filmzerstörung selber. Und ja, auch nochmal herzlichen Dank an Revolog fürs Zuschicken der Filme. Da kriege ich mir jetzt keine Kohle für, falls irgendeiner glaubt, dass hier ist ein gesponserter Beitrag. Das ist wirklich eine reine nette Unterstützung von den Freunden aus Wien. Guckt da mal vorbei auf deren Homepage, da kriegt ihr auch die Filme. Und ja, würde ich mal sagen, verabschiede mich artig von euch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Finde mich bei Facebook unter D18Foto auf meiner Homepage www.d18-foto.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und mal schön weiterknipsen.